Hallo Freaky Army, willkommen zu einem neuen Video. Freunde, wenn ihr ein cooles Video aufgenommen habt, könnt ihr es mir mit dem ersten Link in der Videobeschreibung gerne zuschicken. Schöne Grüße gehen raus an Frank Mangold, Jona Fürst, keine Ahnung, XXPVP, DSXX, LK Hubschrauber, Paul Richter, Leon KB, Mathis Kersten, Eren Bessler, 123 Moko und Nico Meyer. Vielen Dank für euren Support, Freunde. Heute sehen wir uns so schlecht kann man doch nicht fahren Momente gemeinsam an. Doch bevor wir anfangen, möchte ich euch noch sagen, dass das Video als Lernmaterial genommen werden soll. Legen wir los! Und wir regen uns auf, dass manche nur ein Guckloch frei machen. Wenn er es nicht gemerkt hätte, wäre es viel schlimmer geworden. Die werden bestimmt keine Freunde mehr. Man sollte wirklich nicht feige sein und einfach wegfahren. So kann man seinen Müll auch loswerden. Glückwunsch zum neuen Auto. Dankeschön. Und dann das. Nicht jeder, der ein schnelles Auto fährt, kann es auch beherrschen. Das sieht man hier wieder. Der hat ja mehr als nur Gas und Bremse verwechselt. Karma gibt es wirklich. Das ist mal wieder ein super Beispiel dafür. Er hat bestimmt gehofft, dass es keiner gesehen hat. Genau damit das nicht passiert, sollte man sich wirklich immer angewöhnen, entweder die Handbremse anzuziehen oder immer einen Gang einzulegen.
Der überholt wirklich, damit er dem Transporterfahrer auf die Nerven gehen kann. Das war's wirklich komplett mit ihm. Freunde, welchen Fahrer fandet ihr am schlimmsten? Schreibt es in die Kommentare. Ich fand die Nummer 9 am schlimmsten. Es gibt echt Leute im Straßenverkehr, die übertreiben wirklich ihre Rolle. Der ist wirklich nicht mehr normal. Freunde, wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Bis zum nächsten Video, Freunde. Ciao.